Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever mit dem Truck Fever Let's Play oder mittlerweile Tram Fever, denn in der letzten Folge ging es eigentlich nur um Trams, also Straßenbahnen, und wir haben uns nur mit El Monte beschäftigt. Aber das hat sich hoffentlich gelohnt. Der Verkehr am Ende der Folge sah relativ flüssig aus. Allerdings ist das nur ein kurzer Moment, denn wir haben auch wieder ein bisschen was von der Stadt weggerissen. Und wenn die Stadt sich dann nach und nach wieder neu aufbaut, dann sind auch ganz viele neue Leute da mit ganz vielen neuen Autos. Und ich will gar nicht drüber nachdenken. Das ist dann wieder mal ein Problem in ferner, ferner Zukunft. Nun ja, bevor ich die Folge gestartet habe, habe ich mir nochmal ein bisschen die ganzen anderen Städte angeschaut. Und naja, einige brauchen auch eine etwas größere Bearbeitung und einige kann man eigentlich so lassen. Und zwar habe ich mir jetzt überlegt für die Folge, wir beginnen mal mit den Städten, wo relativ wenig zu tun ist und arbeiten uns dann Stück für Stück zu denen hin, wo ein bisschen mehr zu tun ist. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich versuche, die Folge maximal eine Dreiviertelstunde lang werden zu lassen. Vielleicht kriegt man es sogar ein bisschen schneller hin. Auf jeden Fall hoffentlich keine ganze Stunde, aber das weiß ich jetzt noch nicht. Überhaupt, dass die letzte Folge eine Stunde fast gedauert hätte, das hat mir auch in der Nachbearbeitung wieder richtige Probleme gemacht. Ich konnte die Folge nicht so richtig nachbearbeiten. Ich benutze normalerweise Shortcut, um die Videos zu bearbeiten, und das lief überhaupt nicht. Das war einfach nur eine Katastrophe. Also, da ist nichts geschnitten oder so. Die Videofehler, oder da gibt es eine Stelle, die sieht so ein bisschen aus wie ein Schnitt. Das ist einfach so, weil das Renderprogramm da irgendwie Probleme hatte, an der Stelle das Video richtig zu bearbeiten, was aber nicht schlimm ist. Andere Stellen, die ich gerne rausgeschnitten hätte, die habe ich mich gar nicht getraut rauszuschneiden, weil ich genau weiß, dass solche Sachen auftreten können. Naja, wir fangen jetzt mal hier richtig mit der Folge an und wir beginnen mit Antioch. Antioch hat, soweit ich mich erinnern kann, nur eine einzige Buslinie und die fährt eigentlich schon ziemlich optimal durch die Stadt. Wenn wir uns mal die Finanzen anschauen, die macht sogar ab und zu Gewinn. Und ich würde sagen, du kriegst jetzt erstmal einen wunderschönen neuen Bus. Den kriegst du sofort. Und wenn wir uns die Linienführung anschauen, jetzt habe ich die aus Versehen weggemacht. Also das Einzige, was man verbessern könnte, wäre, dass der Bus hier oben lang fährt, anstatt hier diese komische Ecke. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Wir reißen mal das hier weg und setzen hier oben eine neue Haltestelle hin. Dann übernimmt er das automatisch. Und das war's eigentlich. Was mich jetzt ein bisschen wundert, ist, dass das hier so ein bisschen gedrungen aussieht in der Linienführung. Aber okay. Ach, hier gibt es eine Spur weniger dann. Okay. Können wir eine Spur mehr machen? Warte mal, das ist große Straße. Was ist denn das für eine Straße? Ich kann diese Straße gar nicht zuordnen jetzt. Das hier zeigt er mir als große Straße an. Das kann ich verkleinern. Ah, jetzt verstehe ich, was passiert ist. Diese Straße habe ich mal irgendwann zu einer großen Straße vergrößert. Allerdings gab es da Platzprobleme, deswegen konnte ich die gar nicht vergrößern. Aber jetzt könnte ich, wenn ich wollte. Das ist die Frage, will ich das? Also spätestens hier macht es dann sowieso keinen Sinn mehr, weil ich will eigentlich auch gar nicht zu viel jetzt hier machen. Das muss jetzt reichen. So, die zweitkleinste Stadt, die wir haben, ist Salem. Und Salem sieht es eigentlich auch relativ gut aus. Ich glaube, Salem hat zwei Busse. Meine Güte, das ist jetzt erst eine halbe Stunde her und ich habe schon wieder vergessen. Bus? Oder hast du eine Straßenbahn? Du hast sogar zwei Straßenbahnen. Okay. Ja, die fahren hier quer durch die Stadt. Und ich glaube, die eine nimmt auch sogar ein bisschen was ein. Genau, du hier. Und du hier weniger, aber man muss sich ja nur angucken. Die fährt hier so außen rum. Da ist natürlich wenig zu holen. Und du fährst ja mitten durch die Innenstadt. Das ist natürlich ein bisschen mehr. Und eigentlich, ja, eigentlich kann man das hier so lassen. Das Einzige, was mich stört, ist hier, dass hier sozusagen die Terminals vertauscht sind. Hier ist, wir stellen das mal auf Terminal 2. Okay, das hat gereicht. Okay, so schnell geht Optimierung. Und ihr kriegt jetzt natürlich die neuen. Du und
Du? Achso, und ich wollte mal gucken nach der Rate und Frequenz. Salem 2 bräuchte eigentlich noch einen mehr. Aber da, wo die langfahren, da ist sowieso nichts zu holen. Von daher lassen wir das mal so. Und ein paar Leute fahren ja trotzdem mit. So, das ist Salem 2 gewesen. Quatsch, das ist Salem gewesen. Mit Linie 1 und 2. Taxen ist zwar eine ziemlich große Stadt, aber die Linien... Okay, das sieht nicht so schön aus. Die Linien sind einigermaßen okay. Wir gucken uns erstmal so an. Wir fahren halt noch eine Menge an Güterlinien quer durch die Stadt. Wir haben das versucht, ein bisschen umzuändern mit dieser Umgehungsstraße, aber selbst das ist jetzt nicht so optimal gelaufen, denn das hat sich die Stadt mittlerweile auch vereinnahmt. Das war nicht so gedacht gewesen, aber wir haben es im Prinzip schon kommen sehen, so ein bisschen. So. Achso, ich wollte doch die Tramlinien hier raussuchen. Das müsste ja reichen, oder? Ja, hier sind die drei. So, alle schön in einem wunderschönen Braunton gehalten, dass ich die ja nicht auseinanderhalten kann. Genau. Im Prinzip halten alle drei hier irgendwie. Das ist okay, in Anführungsstrichen. Ich würde hier noch ein weiteres Depot hinbauen und die eine Linie dann dort halten lassen, obwohl ich nicht weiß, wie gut oder schlecht das dann mit dem hier funktioniert. Aber ich wünsche mir, ich könnte jetzt noch so ein... Na, geht nicht so richtig. Es sei denn, wir bauen die Straße um. Nee, dann haben wir wieder Probleme mit dem, mit der Haltestelle. Will ich das so? Auf der anderen Seite hier ist nicht so viel Verkehr. Noch nicht. Mach mal das später. Mach mal das später. Hier drin... Also ich habe mir Folgendes überlegt. Und zwar münden alle drei hier in dieses Geflecht. Und guck mal, hier haben wir doch schon einen... Hier haben wir doch noch einen viel, viel größeren Abstand als da unten. Also von daher... Aber das hier oben wollte ich sowieso abreißen. Wir reißen das jetzt alles drei ab. Und... Ja, komm. Sonst wird nie was. Und die eine Linie... die beiden Linien münden ja hier sozusagen hier drin. Ich würde das gerne ein bisschen ausbauen. Und zwar habe ich schon gesehen, wir haben hier eine Straßenbahn. Hier eine Straßenbahnstraße, die hier hochfährt. Und ich würde sagen, wir bauen das alles noch ein bisschen anders um. Und zwar kriegt jetzt das hier noch Straßenbahnen. So. Das hier braucht man eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist so auch das hier entstanden vor langer Zeit. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach, warum nicht das kleine Stückchen auch noch? Und große Straßen. Große Straßen wären eigentlich auch nicht schlecht. Wir müssen jetzt sowieso ein paar Straßen bauen. Wir upgraden gleich mal das, wo die Linien langführen sollen, zu großen. Na, hier geht's nicht. Ah, das... Mach mal später. So, du fährst weiterhin hier lang. Damit die Straßenbahnen, die du dann benutzt, auch ein bisschen Tempo machen können. So. Na, dann fährst du hier hoch. Hier hin und... Das gucken wir uns dann noch später an. So, die zweite fährt hier lang, das ist schon groß. Du fährst... Steigung zu groß. Ah! Immer noch zu groß. Hilfe. Okay, ich sehe, woran der Fehler liegt. Sowas kann ich nie und nimmer selbst bauen. Das hat bestimmt die Stadt gemacht. So, aber jetzt dürfte es gehen, oder? Ein Gebäude wird entfernt. Ja, meine Güte, das Gebäude hätte mal die letzte Folge von mir sehen sollen. So, und... Ja, komm. Mal gucken, was draus wird. So, also die zweite Linie geht dann hier hoch und wird dann hier irgendwie münden. So, und die dritte Linie... Ja, das geht leider nicht. Obwohl, wir könnten... Wir müssen ja nicht das hier abreißen, sondern wir könnten auch die Straße abreißen. Vorübergehend. Das Straßenbahndepot. Oh Gott, ich hoffe, das nimmt mir das Spiel nicht allzu übel. So. Ja, ich komme erstmal hier raus. Ich komme ganz knapp hier raus.
Ah, und das sieht doch fast gerade aus. So. Ja, das sieht weniger schön aus. Da bauen wir vielleicht nochmal die ganze Stadt. Ja, die Stadt bauen wir sowieso neu. Ich meine, da bauen wir gleich mal die ganze Straße neu. Ja, passt schon. So, und jetzt können wir wieder upgraden. Aber wahrscheinlich wird er mich das hier nicht so upgraden lassen, wie ich möchte. Nein. Ach, was soll's. Tut mir leid, Häuschen. Achso, jetzt hat das Ding keine Straßenbahn. Na egal, das korrigieren wir gleich mal. Okay, Problem gelöst. So, das kann jetzt von mir aus wieder ein bisschen kleiner werden. Hauptsache, die Straßenbahn kriegt ihre Höchstgeschwindigkeit hier durch. Ja, das machst du wieder größer. Ja. Wisst ihr was? Tut mir leid, weil der Allen sich nicht benehmen konnte, müssen jetzt alle anderen auch dran glauben. So, das geht dann wieder hier hoch. So, jetzt gucken wir mal allgemein. Jetzt kommt eine Linie von hier, eine von hier, eine von hier. Warte mal, du fährst hier lang. Du fährst... Nee, du kommst von hier. Irgendwie. Nee, du fährst hier geradeaus. Du fährst hier geradeaus. Dann treffen die sich alle hier irgendwie. Machen wir erstmal hier eine gerade Straße, so einigermaßen. Die Stadt soll ja dann sich auch noch daran weiterentwickeln. Ach, können wir ruhig so schräg machen. Naja. Mehr oder weniger. Mich stört jetzt gerade das hier. Dann nehmen wir hier nochmal die Straßenbahn weg. Und setzen sie dafür hier dran und hier dran. Mal sehen, du kommst hier runter. Jetzt brauchen wir diese Straßenbahnlinie nicht. Die verwirrt mich jetzt sonst nur. Du fährst jetzt hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Du fährst jetzt... Also das müssen wir sowieso nochmal ganz korrigieren dann. Achso, das kann ich nicht machen, weil da jetzt noch Straßenbahnen draufstehen. Ah, wir müssen dann sowieso nochmal gucken, wo die Straßenbahnen langführen. Wo die jetzt gerade drauf sitzen, meine ich. So. Warte mal, da lang. Du könntest direkt... Das können wir machen. Also mach mal hier eins direkt in die Mitte. Ist das... Achso, das ist, weil der da hält. Dann mach mal eins links davon. Ja, Gebäude werden entfernt. Das ist sehr traurig. Gott, ist das ein Höhenunterschied hier. Und eins mach mal hier hin. Ja, fast gerade. Fast. Jetzt brauchen wir bloß noch den Fernbus, der irgendwo hier dran muss. Fernbus, wo hältst du? Wie kriegen wir den Fernbus jetzt hier noch runter? Ah, ich habe eine Idee. Da sagt ja keiner, dass die alle auf der Seite stehen müssen. Dann musst du aber näher ran. Oder wir setzen den Fernbus hier dran. Dann halten... ja. Wir können auf der einen Seite die Straßenbahn halten und gegenüber fahren die Fernbusse. Ist das okay? Ja, ist okay. Und das Ding, das setzen wir jetzt mal... Achso, das ist jetzt eh alles Müll. Und das stört mich die ganze Zeit, deswegen... Ihr werdet dann nochmal komplett umgebaut. Aber ich lösche euch nicht so ganz. Ich überlege jetzt gerade, ob wir hier noch größere Straßen reinquetschen sollten. Jetzt haben wir hier eh alles abgerissen. Wir können es ja mal probieren. Gott, wie viel Geld ich jetzt ausgebe. Das hätte ich mich früher nicht getraut. So, mach das hier ein bisschen größer, mach das hier ein bisschen größer. Die Straßenbahn brauchst... Na, du brauchst sie vorübergehend, aber eigentlich dann nicht mehr. Das hier braucht auf jeden Fall eine Straßenbahn, ne? Dingens. So. Ich will dich so nah wie möglich hier dran haben. So.
Okay. Also hier kommt die Straßenbahn von hier rein. Hier kommt die hoch und hier so wird die von. Ja, Steigung zu groß. Also ich muss es mehr oder weniger so machen, wie ich es hier so schon drin hatte. Machen wir erstmal die andere Seite. Das hat ja offensichtlich besser geklappt. Alter, wenn jetzt das. Ah, da war es doch gerade. Ah. Es geht anscheinend nur hier. Und sonst nicht. Schade eigentlich. Aber funktioniert jetzt das wenigstens? Okay, so funktioniert's. Ich will es trotzdem gerade haben. Ich bin da ein bisschen pedantisch. Na, gut genug. So, die ganzen Haltestellen. Achso, wir gucken mal, wo der Lieferverkehr noch endet in Taxten. Ja. Wir nehmen mal diese Ansicht wieder. Wir haben sogar noch Taxten drin. Die Transferlinien brauchen wir nicht. Lebensmittellieferung brauchen wir. Das ist Transfer. Fernbusse. Achso, die müssen wir dann auch nochmal neu ordnen. Baumateriallieferung. So, ich hoffe, ich lasse diesmal keine Lieferung aus. Transfer, irgendwas. Du müsstest noch irgendwas mit Treibstoff bekommen. So, da ist deine Lieferung Treibstoff. Das habe ich sogar angeklickt und ich habe es nicht richtig mitgekriegt. Da ist noch eine Lieferung, da ist noch eine Lieferung und da ist noch eine Lieferung. Ach nee, das sind die Lieferungen zu den anderen Städten. Waren die irgendwie hier durch? Aber stimmt, das ist nicht Taxten. Dann brauchen wir dich nicht, dich brauchen wir nicht. Taxen, Taxen, Taxen. Okay. Das sollte es sein. Okay, du nimmst doch alles mit an diesen Geschichten. Dann gucken wir mal ganz kurz. Mal sehen, die hat ja jetzt sogar Maschinen drin. Das heißt, die muss auch ein Industriegebiet halten. Wo bist du? Welche bist du überhaupt? Du bist das hier. Du fährst einmal quer durch die Stadt und hältst hier. Und da du Maschinen lieferst, solltest du eigentlich auch da oben halten. Wir reißen jetzt mal alle diese Bushaltestellen weg. Die machen mich nervös. Die bringen momentan eh gerade nichts. Die müssen wir dann eh nochmal komplett neu ersetzen. Ja, jetzt mögt ihr mich nicht, weil ich eure Haltestellen wegnehme, aber ihr kriegt neue, ihr kriegt bessere, ihr kriegt besser geplante. Zumindest ist das der Plan. So. Ich muss schön aufpassen, dass das hier Fernbuslinien sind. So. Du willst jetzt da halten? Nein. Du hältst jetzt in Zukunft hier. Genau. Und ich sehe gerade, das hier muss ich noch machen. Sonst hält da keine Straßenbahn. So, du hältst da unten. Da wollte man nichts verändern. Okay, da braucht man nichts mehr. So, dann. Sind das nur normale Straßen? Nein, die ich wirklich benutzen wollte, die hatte ich abgegradet. So, hier lang. Glaube ich zumindestens. So, große Straßen. Genau, die hatte ich abgegradet. Hier lang, hier lang, hier lang. So, hier ist noch eine. So, du fährst. Jetzt kann man genau sehen, wo ich geplant habe, dass da auch Straßenbahnen langfahren sollen. Ich glaube, ich mache die dann doch noch groß. Und eigentlich möchte ich auch diese Querstraße groß machen. Also mache ich das jetzt auch. Ah, das finde ich nicht so schön. Das. Schade um das eine Haus, das hätte jetzt gar nicht gefällt werden müssen. Aber naja, das ist jetzt leider so. Und das hier, man könnte es eigentlich auch nochmal groß machen. Ich weiß nicht, was aus der Stadt dann wird. Aber allein weil das so zentral ist, tun wir uns vielleicht damit einen Gefallen. So, jetzt die Lieferung. Du musst sowohl im Industriegebiet als auch im Gewerbegebiet halten. So, das wäre. Hoppla. Das war deine Übung.
ursprüngliche Haltestelle. Ist eigentlich auch wunderschön zentral. Ich überlege gerade, kriege ich mit einer Haltestelle alles hin? Hier so. Erstens nein und zweitens kann ich dann auch relativ schlecht den Verkehr regeln. Wo kommst denn du her? Du kommst von da. Das heißt, du fährst hier so lang. Eigentlich wäre es schon relativ nützlich, wenn du hier so lang fahren würdest. Dann halten wir mal hier unten, damit du das alles mitnimmst. Und das war sogar deine ursprüngliche Haltestelle. Okay. Und dann fährst du vielleicht hier so lang. Ja. Achso, ich habe mich gerade erschrocken. Nachdem fährst du hier lang. Und fährst die ganze Straße wieder zurück. Ist das hier eine große Straße? Nein, aber das sollte eine sein. Das würde uns allen Gefallen tun, wenn das eine große Straße wäre. Okay, Warenlieferung ist erledigt. So, Lebensmittellieferung. Lebensmittel kommen im Prinzip auch hier da rein. So. Jetzt haben wir ja das gebaut. Mal sehen, du fährst da lang, machst hier den Kreis und fährst dann wieder zurück. Ich überlege gerade, ob es nicht dann doch sinnvoller wäre, die Main Street wieder zu eröffnen. Ja, wir eröffnen die wieder. Und zwar hierhin. So, du darfst jetzt doch wieder hierhin fahren. So. Und damit ist im Prinzip dir dann auch gleich erledigt. Also ich sehe jetzt momentan nichts Besseres. Außer vielleicht, dass wir diese Straße zumindest noch zu einer großen machen. Also das hier, da müssen wir wieder Zeug abreißen und hier geht's erst gar nicht. Aber... Oh doch, doch, das können wir noch machen. Das ist ja im Prinzip schon. Da fährt jetzt auch nichts im Weg rum. Okay, ihr beiden seid erledigt. Baumaterial. Baumaterial brauchen wir da unten eigentlich nicht. Baumaterial brauchen wir jetzt eher hier so. Ja. Und dann machen wir die Straße noch ein bisschen größer. Kriegen wir das hin? Nicht wirklich. Also, ja. Ich bin mal ein bisschen gnädig mit der Stadt. So, jetzt die Straßenbahnlinien. Moment mal, die erste fährt hier lang, dann... Ja, bauen wir jetzt hier noch die Straßenbahnhaltestelle wieder neu. Dann im Prinzip hier. Und das reicht eigentlich schon. Dann kriegt man relativ viel von der Stadt schon mit. Hier ist eh noch nichts. Wir können vielleicht, ich bezweifle es, aber wir können vielleicht noch ein bisschen was ändern, wenn wir die Straßen noch hier weiterziehen und die hier weiterziehen. In der Hoffnung, dass die Stadt das erkennt, dass ich da gerne Häuserchen haben möchte. Na, das ist nicht gerade genug. Machen wir es mal umgekehrt. So. Ich muss auch noch bedenken, dass das hier alles so bergig ist. Das könnte sein, dass das gar nicht so schief ist, wie das jetzt aussieht. Na, das wird schon okay sein. Also, Taxen 1. In Zukunft fährst du von hier. Das ist überhaupt die richtige Idee. Ja, das ist die richtige Idee. Fährst von hier nach hier. Hier und... Er ist dann hier drin und fährst wieder zurück. Wird wahrscheinlich überhaupt keinen Gewinn machen, die Linie, aber egal. Wie viele Fahrzeuge hast du? 5? Ja, passt schon. Die kriegst du jetzt alle nochmal neu ersetzt. Damit bist du fertig. So, nächste Linie. Du fährst von hier nach hier irgendwie in die Innenstadt. Meine Güte. Nehmen wir die wieder rein, die Haltestelle. Aber im Prinzip, das müsste alles mit der erledigt sein. Hier halten wir bitteschön nicht. Hier könnten wir halten. Warte mal. Das ist jetzt meine Straßenbahnhaltestelle. Die nimmt auch wahrscheinlich hier relativ viel mit. Dann halten wir doch hier. Das ist die Industriehaltestelle. Die will ich eigentlich auch so... Na, dann halt mal hier. So, du hältst, fährst hier lang. Einmal hierhin, das lass mal weg, dahin, das lass mal weg, dahin, dann direkt geradeaus und wieder zurück. Und schön aufpassen, dass ich jetzt die Lieferhaltestellen nicht aus Versehen mit anklicke.
So, wie viele Fahrzeuge hast du? Du hast auch fünf. Es könnte ein bisschen knapper werden. Wir ersetzen dich erstmal. Und gucken dann auf den Takt von dir. So, die letzte. Im Prinzip auch hier. Einmal hier lang. Ja, hier ist leider noch nichts, aber später vielleicht. Ich setze die mal ein bisschen weiter hier runter. Und dafür kommt dann hier oben schon die nächste. Achso, das müssen wir behalten wegen den Straßenbahnen, die da gerade rumstehen. Ja, setz mal hier noch eine hin. In der Hoffnung, dass dann früher oder später noch ein bisschen was mehr entsteht. Mal hier lang, hier, hier, hier. Oh, ein schöner Kreis. Aber nein, du fährst keinen Kreis, sondern du fährst schön eine Linie. Okay, eine Straßenbahn ist noch undankbar. Ja. Müssen wir halt vorübergehend für dich noch ein Gleis setzen. Ah, jetzt haben wir doch wieder den Kreis gemacht. Ändert das irgendwas an meiner Linienführung? Hier, das ist eine rote Linie. Ach so, die rote, nicht die rote Linie, die lila Linie. Die lila Linie war eine Lebensmittellinie, glaube ich zumindest, oder? Irgendwas, was hier hält. Treibstoff. Na, fast das gleiche. Lebensmittel für die Fahrzeuge. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Karlsbad. Ich glaube, bei Karlsbad war eh nicht so viel zu tun. Wir gucken mal kurz nach. Ach so, die Lieferung können wir uns auch gleich mit annehmen, aber wir öffnen erstmal die drei. So. Treibstoff Karlsbad ist. Hältst du irgendwo in der Stadt? Nein, du bringst nur den Treibstoff erstmal dahin. Dann gucken wir mal. Baumateriallieferung. Die Fernbusse sind auch wichtig. Okay, du hast zwei Stück. So, Lieferung. Ich versuche das mal zu ordnen. Hier die Fernbusse hin. Hier die Lieferungen hin. Das war keine Lieferung. Das ist die Lieferung. Das ist die Lieferung. Die hatten wir ja vor uns aus Versehen geöffnet. So. Dann gucken wir uns das Chaos mal an. Also Semi-Chaos. Eigentlich läuft der Verkehr in Karlsbad einigermaßen schön. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist das hier oben. Das könnten wir noch ein bisschen optimieren. Und zwar dachte ich mir, dass wir das ein bisschen mehr in die Mitte setzen. Wir haben ja schon. Wir haben drei Tramlinien. Die starten wieder von hier unten irgendwie. Und die hier könnten wir eigentlich so lassen. Die fährt hier lang und dann da hoch. Dann haben wir zwei, die teilen sich jetzt erstmal hier so ein bisschen den Weg. Etwa Nebengleis, Anbau. Achso, die beiden. Eins und zwei kommen von hier raus. Und der fährt hier lang. Achso, das sehe ich nicht wegen den blauen Linien. Aha. Aber im Prinzip fährst du hier lang. Hier lang. Ah, okay. Also wir machen eine quer durch die Stadt dahin und wir machen eine hier so ein bisschen außen hin dahin. Aber mittlerweile ist das hier auch relativ groß geworden. Ich überlege jetzt gerade, ob wir die Straßenbahn nicht ganz hier drumherum schicken. Und naja, eine Mitte gibt es bei der Stadt nicht wirklich. Aber die dritte könnten wir dann im Prinzip hier noch so drum führen. Ja, die fährt ja sowieso hier lang. Und das hier sieht sowieso nicht so hübsch aus. Dann erstmal, damit mich das nicht mehr verwirrt. Entschuldigung, aber ihr werdet jetzt alle nochmal neu verteilt. So, dann reißen wir jetzt erstmal die ganzen alten Haltestellen ab. Setzen die dann nochmal neu, so wie wir es brauchen könnten. Ich meine, das haben wir jetzt überall gemacht. So, da hält noch was. Vielleicht lasse ich die gleich mal da, wo noch irgendwas hält. So. Wir hatten jetzt nichts. Deinen habe ich aus Versehen gelöscht. Achso, das war hier in der Mitte. In der Stadtmitte. Oder wir machen es wieder so wie vorher. Ich überlege mir erstmal so grob, wie die Straßenbahnen fahren könnten. Entwickel da entlang die Straßen. Na, das muss reichen. Sehe ich das richtig, dass ich hier Buslinien benutzt habe? Okay. Ah, und hier ist wieder so eine Hybridstraße.
Na komm. Ja, okay, das läuft ungefähr. Also du fährst dann da hoch, habe ich jetzt beschlossen. Mach mal wieder mit 3. Das müssen wir kurz weg. Entschuldigung, das auch. Und du fährst jetzt da oben lang. Mit Busspur und elektrisch. Ja, sieht nicht gerade hübsch aus. Wir können es auch jetzt ganz breit machen da oben. Da ist ja noch nichts im Weg. Schlimmer ist, wenn dann was im Weg ist und wir das trotzdem wegreißen müssen. So, du fährst im Prinzip hier durch. Das ist doch eh ein Albtraum hier. Das braucht man nicht. Das braucht man wirklich nicht. Das brauchen wir so auch nicht. Kriege ich das jetzt hin, dass wir vielleicht mit der großen Straße, dass wir das jetzt mit. Nee, das geht nicht. Aber ich will es haben. Mir fällt jetzt nichts Besseres ein, außer erstmal. Ja, wir reißen jetzt eh die Hälfte der Stadt ab. Okay, das muss eh abgerissen werden. Reißen wir es jetzt gleich so ab. Nein! Mist. Ich hab die Straße in der falschen Reihenfolge abgerissen. Okay. So, jetzt kann ich dich abreißen. So, und jetzt werden die alle dahin teleportiert. Ach so, hast du auch eine Straßenbahn drin. Da hätte ich jetzt aufpassen müssen. Na. Wir machen erstmal das hier. Ah, das sieht besser aus. So, und ja, warum nicht? Und du fährst jetzt hier lang, hier. Das geht nicht. Wegen meiner komischen Abfahrt da. Aber die Abfahrt ist wichtig. Die kriegen wir besser hin. Ah, da hat die Stadt schon wieder. Starte. Oh Gott. Meine Armen. Moment, das machen wir Auto, Auto. So ist jetzt hier der ganze Tunnel. Okay, hier können sie noch ein bisschen schneller fahren. Hier können sie jetzt auch wieder schneller fahren. Und so wie ich das ursprünglich geplant hatte. So. Jetzt können wir wieder ja und elektrisch machen. Ja. Wollen wir hier halten? Eigentlich will ich, dass die da ein bisschen. Hätte man das so nicht machen müssen. Eigentlich will ich, dass das da oben so ein bisschen zusammenkommt. Also im Prinzip will ich das haben. Ja, komm. Hier ist eh nichts mehr dran. Ja, sieht auch ein bisschen bescheiden aus, aber ja, gut, klappt noch. Ist noch okay. So, dann Lincoln Street. Die gab es jetzt nicht mehr. Ach, das ist die Fernbuslinie. Ja, Fernbus ist eigentlich okay. Und hier oben, da muss eigentlich auch nichts gemacht werden. Okay, die Fernbusse können da bleiben, wo sie sind. Und ihr habt ja eure Haltestellen fehlen dort doch irgendwie. Irgendwie habe ich die aus Versehen gelöscht. Dann gucken wir mal hier. Lebensmittel und Waren. Achso, welche Waren sind denn das? Alle. Okay. Nein. Also Lebensmittel laden wir erstmal direkt im Gewerbegebiet ab. An dieser Straße? Ich würde gern so viel wie möglich mitnehmen. Dann, von wo kommt denn die Lebensmittellinie? Wir bauen mal ganz kurz. Also das wird ja eh wahrscheinlich passieren. So, Lebensmittel. Grau. Ah, wo ist das Grau? Wenn ich dich mal kurz wegnehme. Ja, das ist das Grau. Also das kann selbst ich nicht gut erkennen. So, zeig mir mal. Ah, okay, du fährst hier lang. Du fährst hier entlang. Irgendwie quer durch die Nebenstraßen. Das will ich natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier verhindern kann. Aber ich hätte schon gerne, dass du. Da muss ich dich hier lang schicken. Anders sehe ich das jetzt gerade gar nicht, wie ich das hinkriegen soll. So.
So, dann fährst du erstmal hier lang. So. Da lang. Dann hier wieder zurück. Und dann. Da hinten macht es überhaupt keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, aber ich mach's jetzt trotzdem. Dann schicke ich dich noch hier entlang. Damit du schön die großen, ausgebauten Straßen benutzt. Wie ich es für dich vorgesehen habe. Okay, und hier das. Das könnte man eigentlich auch ein bisschen größer machen. Von den Straßen her. Mal sehen, das hier wird wahrscheinlich wenig Platz haben. Oh doch. Nee, Steigung zu groß. Hier geht's sowieso nicht. Groß. Moment mal, das geht zumindestens. Und das liegt nur daran, dass das so eine blöde Krümmung hat. Aber die kann man ja hoffentlich umgehen. Terranangleichung nicht möglich. Wusste ich doch. So, jetzt fährst du hier drüber. Und aber trotzdem hier entlang. Na, zumindest eine Richtung haben wir jetzt noch ein bisschen optimiert. So. Achso, das war die Warnlinie. Die Warnlinie brauche ich natürlich auch nochmal. Die blaue. So. Mal sehen, du fährst da lang und hältst erstmal da. Du kommst von da. Du musst aber auch im Prinzip hier halten. Und Moment mal, jetzt habe ich bei der Lebensmittellinie komplett ignoriert, dass da oben auch noch Lebensmittel sind. Dann hätte ich dich gar nicht hier unten lang schicken müssen. Dann hätte es vielleicht gereicht, dich da oben lang zu schicken. Okay. Machen wir nochmal die 9th Street weg. Genau, das ist die. So, dich brauchen wir jetzt nicht mehr. Stattdessen schicken wir ja vorsichtshalber hier. Ich kenne doch hier die Linienführung mittlerweile. So, jetzt fährst du da lang. Da lang. Und oh, du benutzt sogar die Umgehungsstraße. Das ist sehr schön. Dann werden wir sogar noch das hier ein bisschen ausbauen. Okay, haben wir das doch doppelt verbessert jetzt quasi. So, Waren- und Industriegüter für diese Linie. Du kommst hier rein. Ich würde sagen, du hältst erstmal ganz klassisch direkt hier im Industriegebiet. Und zwar, das war ja sowieso mal eine Haltestelle von euch. Da drin. Und du hältst dann aber auch noch zusätzlich, ich weiß nicht genau, wie er die Linienführung dann macht, aber wenn ich dich jetzt zu einer doppelten Haltestelle mache, das hat jetzt nur die blaue geändert. Nee, das hat auch die graue geändert. Die graue habe ich ja ausgeschaltet, deswegen sehe ich das jetzt gerade nicht. Okay, die graue ist noch da. Also, hoppla, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, du hältst jetzt hier an. Fährst dann hier weiter über diese kleine Straße und darunter. Dann würde ich sagen, du kriegst da oben noch eine Haltestelle. Du bist ja alles Mögliche, von daher. Da bitte hin. So, funktioniert das jetzt? So, du kommst von hier, da entlang, da lang und fertig. So. Würde ich sagen, geht. So, jetzt diese Linie. Du kommst von da, hältst hier an und willst dann nochmal durchs Industriegebiet irgendwie hier runter. Das ist die vermeintlich kürzeste Strecke. Und ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alles jetzt durch die Hauptstraße schicken sollte. Was ich mich jetzt gerade frage, kriegt das in das ganze Industriegebiet ab? Ja, kriegt's. Dann lass mal das so. Und Baumateriallieferung ist ja im Prinzip das gleiche. So. Dann jetzt Straßenbahnlinien. Müssen wir aufpassen, dass man nicht aus Versehen. Achso, das sind nur die. Mal sehen. Du hältst jetzt in Zukunft hier.
Also eine Linie hier. Hopp da. Achso, Autosave. Also eine Haltestelle hier, eine sage ich jetzt einfach mal hier. Und dann hältst du hier bei der Fernbuslinie. Ah, das werden wir noch ein bisschen ändern müssen. Ja, jetzt regt sich die Fernbuslinie auf, aber das ist zu ihrem Besten. Und zwar setzen wir die noch ein bisschen hoch. Ich hätte die gerne genau hier. Obwohl. Im Prinzip habe ich Folgendes geplant. Das hier für die Straßenbahnlinie, die hierher kommt. Müssen wir den Fernbus dann gleich nochmal umsetzen. Genau. Ah, es geht erst hier unten. Also Straßenbahnlinie von hier dahin. Straßenbahnlinie von hier hierher. Dann haben wir hier Platz für die Fernbuslinie. Ach, die kann eigentlich auch hier so. Dann muss die nicht durch die... Dann ist sie ihr eigenes Verkehrsproblem, aber nicht zumindest das große hier. Und das hier rein. Wenn es irgendwie geht. Oder kriege ich dich da reingequetscht? Weniger. Es müsste gehen, es müsste gehen. Okay. Du bitte in Zukunft hierhin. Ah, verdammt. Nochmal neu. Von dahin nach, wo willst du hin? Nach Billings. Karlsbad, Billings. Das war doch Billings hier, oder? Dann halt mal hier an. Okay. So, dann braucht ihr noch Straßenbahnlinien. Verbindungen nenne ich es mal. Und dann verlegen wir dich gleich mal. Du kommst von da. Dahin, weil ich vergessen habe, die Straßenbahnlinien zu legen. Egal, das machen wir jetzt gleich nochmal. Und zwar jetzt. Ah, sehr schön. Bis auf diese Schleife hier. Ich glaube, ich habe es schlimmer gemacht. Dann du 1 und du 2. Ja, sehr schön. So, die erste haben wir geschafft. Nur noch 2 zu... Und die Folge ist schon wieder viel zu lang. Aber ich mache das jetzt noch zu Ende. Und dann ruhen wir uns aus. Anführungsstrichen. Also dann ruhe ich mich aus. Und mache für euch dann die Folge aus. So, du fährst hier lang. Hier hätte ich schon gerne irgendwie eine. Und das war's ja im Prinzip mit dir. So, da lang, die hier nicht, oder? Genau, das war für die Lieferverkehre, obwohl das wird sowieso... Ja, das wird sowieso unangenehm, sag ich mal, diese Verkehrssituation. Oder? Na, das ist jetzt halt so. Und das letzte wäre... Das war eine Lieferhaltestelle, okay. Im Prinzip müsste man jetzt doch noch hier raus. Na gut, dann teilen die sich halt mal ganz kurz die Haltestelle. Das werden wir in der Zukunft dann vielleicht nochmal ändern. Und du fährst... Ja, ich glaube, ich habe das auch schon jetzt so geplant. Du fährst einmal komplett hier rum. Und... Irgendwie will ich das gerne gerade machen. Aber ich weiß ja nicht, wie sich die Stadt hier in die Richtung noch entwickelt. Ah, wir lassen das jetzt so. Ein paar Schönheitsfehler kann das Ding ruhig haben. So, fahr da lang. Fahr hier entlang. Hier haben wir auch schon wieder so eine blöde Situation. Das Ding, ja, hat. Da steckt nur ein Baum drin. So. Hier bei der Baumhaltestelle. Hierher zurück und auch nochmal hier. So, sieht doch einigermaßen hübsch aus. Wie viele Fahrzeuge habt ihr? Ja, könnte erstmal reichen. Ach nee, nicht sofort ersetzen. Du kriegst erstmal hier die schönen neuen.
So, dich noch. Und dich noch. So, alles mal schließen. Ich gucke noch mal ganz schnell durch hier nach allgemeinen Linien bei den Tram-Linien, ob ich da irgendeine noch vergessen habe. Billings, das machen wir später. New Haven machen wir später. New Haven 3 hat außerdem schon eine neue. Okay. Habe ich schon wieder vergessen. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich hier vergessen, dich einzustellen. So. Und Tram Taxen 3. Wieso habe ich dich übersehen? Habe ich überhaupt Taxen in dieser Folge gemacht? Ich glaube ja. Das sieht auch. Ja, das habe ich gemacht. Dann musst du noch neu ersetzt werden. Habe ich jetzt einfach mal vergessen. Okay. Wie sich das Ganze entwickeln wird, ich habe keine Ahnung. Das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Es tut mir leid, dass die Folge schon wieder viel zu lang geworden ist, aber ich habe vergessen, wann ich die Folge begonnen habe. Vielleicht ist die gar nicht so lang. Das werde ich jetzt gleich sehen, wenn ich die Folge beendet habe und mir die Datei anschauen kann. Und ihr habt es ja so oder so bisher geschafft. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass ihr mir immer noch hier zuschaut, wie ich komische Sachen in Transport Fever baue. Und in der nächsten Folge machen wir irgendwas Neues dann. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.